Moin Leute, hier ist Axel vom UCC Hamburg und vom Major Gun. Ich hatte letztes Mal im Durchsuchen von alten Sticks zwei lustige Aufnahmen von der Überwachungskamera aus dem Halo von meiner Zeit oder an der Tür gefunden. Die sind ziemlich witzig, deswegen habe ich mir gedacht, poste ich doch einfach mal. Das erste ist eine Geschichte von irgendwie drei Leuten, die im Nachbarladen rein wollten, der auch mit zum Halo gehört, die aber nicht rein durften, weil sie echt ein bisschen strange waren. Und dann eingenordet wurden und der eine von denen war da so sauer drüber, dass er meinte, er muss mich mit einem gesprungenen Sidekick angreifen. Schau dir das an, das ist ziemlich witzig. Ja, hat dann nicht so ganz geklappt. Das wirklich strange an der ganzen Geschichte ist, dass die Polizei mich einen Tag später angerufen hat und meinte, wenn ich den Typen nochmal finde, der übrigens total auf Crystal Meth gewesen ist, da sollte ich noch bitte festhalten, weil der wegen Sexualdelikten, sprich Vergewaltigung, gesucht wird. Und dann habe ich gesagt, den wieder freigelassen. Ja, war ein Fehler. Und ich dachte, oh Mann. Naja, anyway. Ja, zweite Geschichte ist vielleicht nicht ganz so spektakulär, ist aber ein typisches Beispiel für das, was mir dort wirklich jeden Abend passiert ist. Dreiergruppe hat einen Tisch gemietet, er hat sich daneben genommen, wurde dann vor die Tür gesetzt und anstatt einfach zu gehen und sagen, ja gut, shit happens, muss einer von den Spacken mich dann natürlich irgendwie beleidigen und bedrohen und das dann so lange, bis er dann erstmal einen Schlag in den Hals gekriegt hat, damit er ein bisschen ruhiger wird. Am liebsten hätte ich dir natürlich alle Zähne in den Hals gehauen, aber weg vor der Kamera und man hört ja nicht, was er sagt. Sieht dann immer schlecht aus vom Staatsanwalt, deswegen muss man es erstmal bei der ganz einfach eine Zweischlaggeschichte überlassen.
wollte dann danach tatsächlich noch mal ein bisschen wissen, aber hatte dann doch nicht den Schneid, mal wirklich Gas zu geben. Und es ist natürlich immer, wie gesagt, sehr schwierig für mich an der Tür da irgendwie, vor allen Dingen auch wenn ich vorm Laden bin, den Leuten richtig ein paar von heiß zu hauen. Das sieht dann immer blöd aus, wenn der Staatsanwalt das dann sieht. Lustig natürlich, dass sich auch einige von Kollegen von mir damit eingemischt haben. Das ist typisch für den Kiez, da steht man zueinander. Ja, ich muss echt mal gucken, ob ich noch mehr so eine Sachen finde. Ich hätte da mal viel mehr Wert drauf legen sollen, so eine Sachen aufzubewahren. Wie auch immer, UCC, Vollgas.